Die Pompons rascheln wieder in Duisburg. Endlich. Denn nach 2 Jahren Corona sind die Red Fox Cheerleader zurück. Und das mit ein paar neuen Gesichtern. Naomi Schumann trainiert die letzten Tanzschritte für das Eishockeyspiel der Duisburger Füchse am Sonntag. Die Nervosität steigt. Das ist mein erstes Spiel, wo ich mit tanze und da ist dann doch, oh, wie ist das auf dem Eis zu tanzen und dann mit den ganzen Jungs, die an einem vorbeirasen am Spalier und vor der großen Menge, aber auch auf jeden Fall viel Freude und ich freue mich einfach mit meinen Mädels, vor allem auf dieser Bühne, könnte man schon fast sagen, auf dem Feld stehen zu können und endlich das, was wir wochenlang geprobt haben, auch vor einer Menge zu zeigen. Bei so einer Bühne wird schon alles glatt laufen. Die Mädels tanzen natürlich mit perfekter Ausstattung. Cheerleading und Eishockey sind allerdings eine eher ungewöhnliche Kombination. Das war auch Trainerin Michelle Hensel klar, als sie 2016 kurz nach der Red Fox-Gründung ins Team kam. Eishockey ist ja grundsätzlich eigentlich nicht mit Cheerleadern geprägt. Das ist auch in Amerika meistens nicht so. Es ist ja oft, dass die beim Football eher vertreten sind. Und das ist eine gute Möglichkeit, einfach beiden Sportarten auch einen Raum zu geben. Wir stehen sehr für Diversität. Also bei uns gibt es keine Konfektionsgröße. Bei uns gibt es keine Haarfarbe, keine Richtlinien. Jeder kann so sein, wie er möchte. Und das macht uns gerade ganz besonders aus, dass wir wirklich von A bis Z alles dabei haben. Offenheit wird hier groß geschrieben. Das hat auch Naomi sofort gemerkt, als sie im Juni dazugestoßen ist. Ich habe noch nie so willkommen mich gefühlt in einem neuen Tanzteam. Und es ist mehr als nur ein Tanzteam. Wir treffen uns 2-mal in der Woche und manche Mädels sehe ich auch gefühlt jedes Wochenende. Und es sind wirklich Freundinnen geworden und auch teilweise schon Familie, könnte man sagen. Die Liebe zum Tanzen verbindet hier alle. Als freies Hobbyteam nehmen sie auch nicht die großen Cheerleader-Meisterschaften ins Visier. Unsere Ziele sind ganz klar, einfach das Tanzen. Wir tanzen außerhalb der Saison auch auf Firmenfeiern, auf Geburtstagen. Wir waren auf dem Stadtfest dieses Jahr in Duisburg. Und wir merken gerade, dass auch die Duisburger Leute, die auch beim Eishockey sind, auch viel Resonanz bringen. Wir werden immer überall total herzlich empfangen und es macht einfach wirklich unheimlich Spaß. Ihren festen Platz in Duisburg behaupten. Dazu hat auch Naomi kommenden Sonntag das erste Mal die Chance. Und sie weiß auch, worauf es beim Cheerleading ankommt. Gute Laune und viel Ausstrahlung, viel Lust am Tanzen. Egal wie man meint, dass man es doch vielleicht nicht hinkriegt, wir kriegen jede Maus zum Tanzen hier und das ist gar kein Problem. Hochmotiviert geht es also bald aufs Eis. Dann zeigen die Red Fox Cheerleader, was sie drauf haben. Eine ganze Saison lang. Damit werden die Halbzeiten endlich wieder zur großen Show mit allerbester Stimmung.